Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zurück zu Let's Play Oriente Blind Forest. Hier, vor dem zweiten Dungeon. Jetzt sind wir drinne. In den eiskalten Elendsruinen. Oh, die Elendsruinen. Hier leben die Gumon. Sie bauen wundersame Strukturen und erfüllen sie mit dem Licht des Geisterbaumes, das ihnen Sicherheit bietet. Oh nein. Dieser Gumon wurde eingefroren. Konnte nicht entkommen. Als das Element des Windes sein Licht verlor, wurden diese Ruinen zu ihrem Grab. Ja, hier sehen wir sie, da sind die Gumon. Die haben uns auch schon des Öfteren geholfen. Was ist das hier alles? Okay. Ach, ich war schon drin, ne? Gut. Das sind irgendwie so heiße Lava-Plattformen oder so, da sollte man lieber aufpassen. Oh, was geht hier ab? Diese Gumon waren erfinderische Handwerker. Vor ihnen lag eigentlich eine leuchtende Zukunft, zu der es aber nie kam. Sieh dir dieses Lichtgefäß an. Sie waren in der Lage, das Licht des Geisterbaumes darin aufzubewahren. Interessant. Also so eine Art, ja, ich würde sagen Mechaniker, das stimmt ja auch nicht, aber... Ja, irgendwie sowas. Aha, wozu brauche ich das? Ach so. Aua. Aber interessant, damit kann ich nämlich da lang gehen. Ja, das kenne ich jetzt ja schon. Gut. Gut. Also, es gibt hier einige neue Sachen, da müssen wir uns merken, dass wir da nicht überall lang gehen können. Aber das ist irgendwie eine Eiskugel oder sowas. So. Und sehr interessant. So, jetzt können wir nämlich hier rüber gehen, deswegen sind hier auch die Plattformen. Boah, war das knapp, ey. Und danach hier drüben lang, schätze ich. Hm. Da stellt sich mir die Frage. Ach so. Die schwebt hinter mir her. Aber wo muss ich denn jetzt lang? Da drinnen ist ja irgendwie nichts, nicht wahr? Ach komm, jetzt muss ich mir das nochmal alles anhören. Ja, hör auf. So, dann würde ich sagen, bevor ich das mal nehme, schaue ich mich hier mal um. Aber wir haben jetzt so viele Speicherstellen, ich glaube, ich speichere dann einfach mal. Und schau mal, was sich hier drüben befindet. Hier muss doch irgendwas sein. Und sonst geht's doch hier nicht lang. Aua. Hm. Kommst du her da, dumme Kugel? Hilfe. Schöne Musik. So. Hm, der springt da mal rein. Ah, Entschuldigung. Muss ich kurz niesen. Hm, wie soll das... ich versteh's nicht. Da oben rein... Wie soll das denn gehen? Ich weiß auch momentan nicht so wirklich, wo wir lang müssen. Was, schon 8%? Kann ich nicht glauben. Also auf jeden Fall müssen wir das loswerden und da irgendwie... das geht nicht. Aber da drüben war auch genau dasselbe Problem. Und es friert zwar alles ein, schön und gut, aber ich muss hier auch weiterkommen irgendwie.
Weil da kann ich nicht rein. Ey, keine Ahnung. Also echt, was mir das bringen soll, ist doch nicht irgendwie so ersichtlich für mich. Was hat mir das hinterher? Das ist geil. Bringt mir aber auch nichts. Aua. Oh, oh, oh. Loslassen. Hm. Seriös Zerfall. Nee, da geht's auch nicht lang. Davon abstoßen kann ich mich ja wahrscheinlich auch nicht, ne? Da geht es. Nee. Das geht nicht. Das gibt's doch gar nicht. Wie muss das doch hier funktionieren? Oder bin ich einfach. Oh mein Gott. So einfach ist das. Oh Mann, bin ich doof. Ja. Tut mir leid. An der Stelle. Und du stürmst erstmal. Komm, kratz ab. So, jetzt kann ich ein bisschen loslassen und dieses Licht halt geht zu mir hin. Zu ihm. Geil. Jetzt geht's hier weiter. Oh, ich will den Part am liebsten erst ab jetzt zählen lassen. Noch mal ein bisschen Überlänge, oder? Diese Fehlerei hier immer, die gibt's ja gar nicht. Aber interessantes Prinzip mit der Gravity ein bisschen zu spielen. Gefällt mir ziemlich gut eigentlich. Ich find's noch geiler, wenn du mal abkratzen würdest. Dankeschön. So, da komme ich wahrscheinlich nicht hin. Da machen wir das einfach so. Und bring dich halt so um. Kratz ab. Bitte, bitte, bitte. Boah. Ich glaube, ich sollte mal speichern. Gut, wo geht's hier hin? Au, 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 au. Okay. Gut, dass ich gespeichert habe. Denn hier geht's zur Sache. Dazu ist es richtig fies, weil so eine Spinne die ganze Zeit auf einen schießt. Aber eigentlich. Ja, das läuft mir immer noch hinterher. Diese Fähigkeit, also das Wissen, dass es hinterherläuft, sollte man glaube ich sogar nutzen. Ach komm, lass mich doch noch Ruhe, du blödes Viech. Schieß, jetzt geht's nicht vorwärts. Oh, das wäre aber schön gewesen. Aber es geht so, glaube ich. Zumindest mache ich so. Geil. Ja, ja, das war doch eigentlich jetzt richtig gut gelöst, oder? Gut, dann speichere ich mich erstmal. Ja, ich bin schon echt sehr gespannt auf den Dungeon. Bisher macht er einen ziemlich geilen Eindruck. Auch die Musik passt wieder geil. Aber das muss ich ja euch nicht sagen bei dem Spiel. Da hinten war noch ein Kartenelement oder Fragment oder was auch immer. Das hätte ich ganz gerne. Komm mal her da. Scheiße, daneben gesprungen. Ja, so würde ich sagen, kommen wir nicht an unser Ziel. Kommst du da mal runter? Dankeschön. Muss man echt genau springen mit dem Teil. Was? Eine zweite Chance gibt es nämlich nicht. Oh Mann, nimm mal hier. Ist doch gar nicht so schwierig. Ja, ich brauche das hier leider. Boah, die Musik geht jetzt voll ab. Episch. Kommst du mal her, da du Teil? Oh, jetzt, ja, genau. Oh, ich hab's sogar geschafft. Bin ich nicht gut? Wo bin ich denn? Habt ihr es gesehen? Ich kraxel irgendwo unten ran lang. Das wäre mega krass.
Wie soll das gehen? Ach, immer im richtigen Augenblick springen. Ein nettes Spielchen, ich sehe es schon. Kommst du her da? Kannst nichts, Depp. Ey! Das finde ich aber nicht so nett. Ich möchte eigentlich erst speichern, wenn ich... Wenn ich mir dieses Teil geholt habe und wieder da oben bin. Also ja. Habe ich einiges zu schaffen. Aber die Speicherkristalle muss man sehr vorsichtig umgehen. Ich glaube, das wollten sie uns auch schon im Nebelforst beibringen. Dass es davon jetzt nicht mehr allzu viele gibt. Denn im Nebelforst war es ein bisschen eng. Zwischendurch mal. Oh, krass, ey. Die Sprünge sind aber echt schwierig. Muss man so, sagen, wie es ist. Es braucht halt leider echt lange, weil halt immer diese dummen Plattformen da hoch und runter gehen müssen. Bam und geil. Aber ich finde, das Prinzip ist echt gut gemacht, mit der Gravity so ein bisschen zu spielen. Ist ja auch der Wind, das Element des Windes, glaube ich, oder? Was wir hier finden, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich meine, mich daran erinnern zu können. So, jetzt wird es nämlich richtig dreist. Ich glaube, das muss man nämlich so kriegen. Krasse Sache. Jetzt noch das da unten. So, rüber da. Immer schön weit springen, ist wichtig. Im richtigen Augenblick abspringen. Boah, das ist richtig schwierig. Vor allem das jetzt hier. Über den Kollegen drüber zu springen. Der trifft dann doch auf alle Fälle. Uff, geil, jetzt noch zurück. Und dann kann ich speichern. Fuck, fuck, fuck. Wow. Das ist... Ich glaube, ich schneid's mal. Wird sonst zu lame. Okay, Leute, hat mich einiges an Zeit... hat doch auch relativ lang gedauert. Bis ich endlich hier war. Also war's gut, dass ich geschnitten habe. Und jetzt geht's hier richtig ab. Mal schauen, was kommt jetzt auf uns zu. Hey. Ja, so geht's schon mal nicht, würde ich behaupten. Also bisher haben wir zwei von diesen Fragmenten gefunden. Ich hoffe mal, das sind alle. Ja. Aber ich glaube schon. Komm her, Mann. So, jetzt frage ich mich, wie soll das hier gehen? Hä? Ah, ich glaube, ich weiß, wie es geht. Ja, da. Hier direkt runtergehen und dann hier mit so einem Helikopter rüberfliegen. Ist es richtig? Ist es. Gar nicht mal so schwer. Das finde ich gut. What the fuck? Was geht jetzt ab? Ich will hier gar nicht hin. Ich sehe mich gar nicht. Wo will ich? Was ist das denn? Wie geht denn das? Ich hab's noch nicht verstanden. Kann mir das jemand vielleicht hier erklären? Ja, ich habe mir das Kartenfragment, glaube ich, auch falsch geholt. Ich glaube, das sollte man irgendwie auch machen, dass man da dann dran dann steht. Aber solange man es geschafft hat, ist es ja egal, nicht wahr? Schwupp. Hä, wie geht das denn? Muss ich nicht kapieren, oder? Aber ich muss auch schon darüber. Also man sieht schon, es ist schwierig hier im zweiten Dungeon, aber ich habe auch nichts anderes erwartet. Überhaupt nicht. Also, von daher ist das kein Wunder. So, ich glaube, wenn ich da oben bin, soll ich das jetzt hier am besten wegtun und da hochgehen. Hm, wie kommt man denn da rüber? Das sieht mich von hier an. Ich glaube, ich muss hier gar nicht rüber. Wo bin ich denn? Hä? Ist das denn möglich, dass ich das nochmal hier runter muss? Ich kann es mir vorstellen.
und danach irgendwie da drüber kraxeln. Ich habe ja gar keine Ahnung, aber ein Versuch ist es wert, nicht wahr? Seht ihr irgendwie so hier? Versuch's mal. Ey, nicht so. Nicht so. Nee. Hä? Wieso zieht mich das hier an, aber das da drüben nicht? Das verstehe ich noch nicht. Auf jeden Fall ist sehr mysteriös, das Ganze. Wir kommen ja auch gerade aus dem Nebelforst. Vielleicht hat es damit was zu tun. Dass es hier so mysteriös ist. Aber ich muss doch da irgendwie hinkommen. Okay, ich gebe sie auf. Aber da drüben ging es ja auch nicht weiter. Ich kann da rüber gehen, schön und gut, das ist auch nicht schwierig. Aber wie geht's hier weiter? Angenommen, ich bin jetzt da drauf. Was bringt mir das? Gar nichts. Also gehe ich wieder zurück. Wie geht das denn jetzt schon wieder? Ich muss doch da irgendwas machen. Nein, was soll ich denn da drauf? Sowas von gar nichts. Ach, hier kann ich langlaufen. Ja, schön, bringt trotzdem nichts. Nee, ich habe keine Ahnung. Müssen wir einfach irgendwas ausprobieren, glaube ich. Also es ist auch irgendwie ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen rätselhaft, aber sowas in der Art ist das hier auch noch nicht. Also nicht nur skillhafte Schwierigkeit. Ist ja auch ganz schön, nur ich würde jetzt dann ganz gerne wissen, wie es denn hier funktioniert. Ich muss bestimmt hier irgendwie so lang springen. Ach, das geht auch noch. Ja gut, hier wollte ich jetzt nicht hin, aber gut, dann weiß ich mal, wie es geht. Also komm her da. Jetzt machen wir sie alle fertig. Oh. Jetzt ist so krass hier. Zack und rüber. Komm her da. So, jetzt da drauf. So, und jetzt hier so einen geilen Jump machen und wieder zurückgehen. Jetzt darüber jumpen vielleicht. Ja. Nein, nein, nein. Der hat mich reingelegt. Der hat mich reingelegt. Wie dreist. Ich hab mich richtig reingelegt. Wie fies. Na, das gibt's zurück, Freunde. Ich will diesen Kristall haben. Bam. So, und jetzt da lang. Schwupp. Und jetzt da lang. Und jetzt mache ich mal ganz cool das Teil hier weg. Und gehe hier hoch. Meins. Zwei Stück gleich. Kann man einfach brauchen. Oder? So, jetzt sind wir hier drauf. Jetzt kann man hier, glaube ich, dann so wieder so geil da springen. Oh, bin ich jetzt gelandet. Das ist in Verbindung ist bereit. Das ist cool. Cool vor allem. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt brauche. Ich will erstmal wissen, was haben wir denn da? Aha. Dann will ich doch mal schon sagen. Schauen wir mal, was hier ist. Oh, ein Speicherteil. Hat sich ja richtig gelohnt, gerade eben zu speichern. So, komm mal her. Und die Musik ist echt geil. Auch die ganze Atmosphäre hier erstmal wieder top. Auch die Hintergründe, also grafisch hat ich mir echt nichts zu ermitteln. Und auch so, muss man sich echt in den Kritikpunkten zu finden. Also ist echt top, das Spiel. Ich bin echt schon gespannt, was ich irgendwie an die Wertung geben kann, letztendlich. Aber wird schon richtig gut werden, denke ich mal. Ja, komm. Wie viele wollen noch auf mich schießen, Gegner? 5000 gegen einen? Bisschen unfair, oder? Na gut, wenn sie meinen, dann kriegen sie halt hier aus dem Maul. Das ist mir egal. Bam, bam, bam. So.
Ich würde sagen, hier gehe ich lieber so hoch und töte jeden einzeln. Okay, jetzt hat das nicht so viel gebracht. Aber das hier. In the face. So, der Lappen soll was schießen. Nochmal. Hallo, schieß doch was, du Vollidiot. Ja, komm. Alter, ich hab doch sogar gedrückt. Ich hab doch sogar das Geräusch gehört. Verarschen kann ich mich selber als Spiel. So. Orin glüht vor Wut. Er ist jetzt richtig gut drauf hier, um seine Feinde niederzuschmettern. Kann ich gut verstehen. Ich bin nämlich auch so drauf gerade. Deswegen mache ich das nämlich auch. So, jetzt kriegt er aus dem Maul. Aber so richtig. Das könnte man glauben. Schieß was. Gibst du zurück, Asi. Und. So, kommt mal runter da. Ach. Das ist doch ein Freund von mir. Hallöchen. Bam. Das sieht kompliziert aus. Also ich kann auf jeden Fall hier rüber. Da muss ich, glaube ich, so rüber gehen. Oh, das könnte sehr schwierig werden. Jetzt. Ja, das Timing war richtig, aber die Sprungtechnik war falsch. Aber ich habe gesehen, da hinten war auch noch irgendwas. Da interessiert mich noch, was ist denn da noch? Nicht, dass da noch so ein Fragment-Dingens ist. Ja, super, Ori, das ist schon mal einzigartig. Und danach habe ich das übersehen. Das wäre richtig scheiße. Deswegen lieber nochmal nachschauen. Ach, hier ist das Kartenfragment. Geil. Da wissen wir jetzt, was wir noch alles vor uns haben. Okay, 50% haben wir schon. Hey, nicht verstecken. Tal des Windes. Ja, ich schau noch mal, was hier unten ist. Ach, da ist die Tür. Da oben sind noch ein paar Fragmente, die wir brauchen. Das heißt, ich muss zuerst nach oben gehen, um dann hier lang zu kommen. Interessant. Aber ich würde sagen, der Part hat hier jetzt ein Ende genommen. Ich glaube, er hat schon Überlänge. Deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, Leute. Das nächste Mal schauen wir uns an, was dort oben versteckt sein könnte. Also bis dann. Ciao.